Hallo, herzlich willkommen zurück hier im DC Universe. Ich bin immer noch ein Gefangener und meine unbändigen Kräfte mit Level 2 werden immer noch nicht nach draußen freigelassen. Wir müssen nämlich hier eine Konsole hacken. Ja, wir machen nämlich genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich erstmal hier wahrscheinlich das Tutorial. Und dazu hacken wir jetzt diese Konsole. Ich weiß selber nicht, wie das funktioniert. Zustellung einer wahren Lieferung das war schon. Von der Erde. Okay. Alle Einheiten in Position gehen. Mensch festhalten. Okay, alles klar. Objekt zu werfen oder zu was zu werfen oder damit zu zertrümmern. Okay, wie soll ich da jetzt reinkommen? Ah, okay, alles klar. Und das war nix. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Jawohl. Funktioniert schon mal recht gut. Ah! Könnt mich mal. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch anlegt. Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke mal, ich komme da schon noch rein. Okay. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Ah, zerstöre 5 rote Kanalfässer. Die scheinen ein bisschen härter zu sein. Was ist denn geil? Ist das ein Flügel von einem Drache oder was ist denn geil? Ach, das ist eine Statue. Okay. Mach dich bereit. Mehr Sicherheitskräfte sind auf dem Weg zu dir. Ach, hier oben kriegt ihr mich nicht. Nee. Jetzt komme ich mal runter, Zeug. Ja, doch. Okay. Kann ich das Auto da hochheben? Das wäre cool. Geht natürlich wieder nicht. Schade. Okay, gehen wir mal weiter. Ich glaube, da oben das Symbol zeigt man, dass ich eine Nachricht habe. Wow, meine Messungen zeigen eine komplette Invasionsarmee an. Wir müssen das Schiff zerstören. Wow. Respektabel. Okay, zerstören wir das Schiff irgendwie. Achtung! Menschliche Aktivität in der Nähe entdeckt. Was drücke R1, um dich vor Gruppen Kontrolleffekten zu befrieren, zu befreien? Was ist denn jetzt mit den Gegnern hier los? Waren die gerade irgendwie eingefroren? Okay. Nahkampfangriff blocken. Schaden erlitten. Okay. Übertragen. Er blockt das alles. Okay.
Greife Feind an. Ziel anvisiert. Vier gedrückt halten hat. Geringer Schaden. Gib dir gleich geringer Schaden. Mach dir gleich Schaden. Beginne Kampf. Blockbrecher. Ah, okay, das ist ein Blockbrecher. Und das ist ein Fernkampfunterbrecher. Eingeleitet. Beginne Kampf. Okay, so lernt man es also. Blockbrecher, Fernkampfbrecher. Alles klar, so weit, so gut. Den muss ich blocken. Systeme versagen. So. Den muss ich abblocken. Und den muss ich. So, das kann ich. Jawohl. Stufe 3. So, okay. Handblaster. Achso, mein Handblaster kann ich jetzt verbessern, oder wie? Ah ja, Viereck gedrückt halten. Halte Viereck, okay. Und das ist Dreieck zweimal halten. Keine Ahnung, probieren wir es einfach mal. Meteorschauer. Halten. Okay. Ziemlich blöde Steuerung, muss ich zugeben. Also gewöhnungsbedürftig. Der Schaden auf diesem Schiff erhöht sich ständig. Flüchtling unverzüglich für mich. Mensch, festhalten. Meteorschauer. Ah. Also, Meteorschauer, hm? Was machst du hier drin? Ja. 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 Nix einfrieren, niemand friert mich ein. Ja. 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 Die Hauptkanone des Schiffs liegt direkt vor dir. Wenn du sie zerstören kannst, setzt der Rückstoß die Schirme des Schiffs außer Gefecht. Dann können wir an Bord kommen und dich da rausholen. Okay. Also weiter geht's. Also, so langsam werde ich doch warm. Oha. Den Häftling nicht in den Hauptwaffenkontrollraum. Schäden an den Energiekopplungen werden das Schiff destabilisieren. Okay, ich verstehe. Muss ich allerdings nochmal ins Inventar. Weil ich hätte doch da irgendwie so ein paar Dinger da aufgesammelt. Also Haare? Was? Ey, warte mal. Ist das mein Inventar? Ach nee, Quatsch. Jetzt bin ich im Inventar. So, was ist das? Verkaufswert. Das ist ein Gürtel. Egal, zieh mal an. Sind wir halt schon ein bisschen
besser dann gerüstet oder so. Statistiken brauchen wir nicht, Basiswert, bla bla bla. Okay, das kommt später alles her. Sei nicht töricht, Mensch! Du kannst die Umwandlung nicht stoppen! Das bin ich? Das bin ich irgendwie als digitale Version. Zerstöre, was auch immer die Waffe mit dem Schiff verbindet. Mach dich bereit, du näherst dich der Waffenkammer. Sobald die Waffe bereit ist und die Schilde fallen, wird sich Lex Luthor hinein teleportieren, um das Schiff zu zerstören. Ich hau euch das Ding. Stabilität jetzt bei 50%. Häftling aufhalten. Schon eine 50er-Kombo, das geht auch. Nein! Eins vor der 50er-Kombo, ich glaub's nicht. Da! Da! Du hast es geschafft. Die Waffe. Sie stürzt in Brainiacs Flaschenkraftfelder da unten. Okay. Jetzt. Du wirst dich unterwerfen. Aua! Du, Penner, du hast zwar die gleichen Fähigkeiten wie ich, aber du bist bei weitem nicht so gut. Wo bist du hin? Oh, was war denn das? Okay, du willst es nicht anders. Ja, genau. Und jetzt noch einmal. Nein. Dieser ist gescheitert. Jawohl. Herunter. Lex, die Schilde sind unten. Du hast freie Hand. Törichter Mensch, du hast dein eigenes Schicksal besiegelt. Du wirst mit dem Schiff untergehen. Werde ich nicht. Ich habe Freunde. Ich habe auch nicht Maschinen. Du, hilf mir, Brainiacs Futter abzunehmen. Schön, Maschinen. Wir kämpfen weiter. Ah, mein Feuerball vorsetzen. Wieder aufgehen. Und nochmal ein Feuerball. Jawohl. Immer weiter kämpfen. Sonderschiff 7-0 kompromittiert. Sende meine übrigen Truppen zu Hilfe. Jawohl, 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 jawohl. Das Schiff wurde kompromittiert. Lex. Alle Einheiten müssen evakuieren. Hast du es? Scheint so.
Hallo Lex.